Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier zu einer weiteren Folge von Mad Max. Ja. Ja, Leute, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Letzte Folge waren wir in der Festung von, wo war das denn? Hier oben. Pink Eye oder Pink A. Und sind jetzt auch wieder runter hier in Chats Festung. Ganz einfach, weil wir hier noch einiges zu erledigen haben. Und dann dachte ich mir, okay, das macht hier keinen Sinn, hier einfach weiterzumachen. Wir haben zwar hier Fahrer zum Lager der Tyrannenpeitsche, oder zum Lager Tyrannenpeitsche. Aber wisst ihr was? Kommt, das machen wir schnell in dieser Episode hier. Schnellreise und Abschuss. Jupp. Ich habe dieses Tritt WB Play bei, habe ich gemacht, Warner Brothers. Und ganz ehrlich, das ist so ziemlich billig und erbärmlich, was die Seite ist. Also so wie die Seite aufgebaut ist. Für Warner Brothers finde ich das echt erbärmlich. Das ist jetzt kein Scheiß, ist mein Ernst. Weil, Gott, wie kann ich das ein bisschen ausdrücken? Erstens mal ist da nichts für Mad Max. Im Moment auf jeden Fall nicht. Zweitens kann ich mich nicht registrieren für die Konsole, also für die Plattform. Und drittens gibt es eigentlich nicht. Also ich bin jetzt dort registriert und jetzt warte ich halt ab, ob es schon mal was tut, aber es muss doch mal möglich sein, dass man die Plattform einstellen kann. Mal das Menü an sich gilt so lächerlich, da ist so gut wie gar nichts. Ich wundere überhaupt, dass man überhaupt so einen Account gehen kann und kann da noch ein paar Sachen einstellen. Also Ding, so wegen E-Mail und so ein Rotz und das war es eigentlich schon wieder. Wenn jemand eine Idee hat und das schon mal gemacht hat und vielleicht weiß, wie man die Konsole einstellt, bitte könnt ihr mir gerade unter dem Video schreiben, wie das geht. Und ja, vielen Dank, sage ich mit langem Voraus. So, jetzt ab zur... Wie heißt das Ding noch einmal? Tyrannenpeitsche, ich wollte gerade sagen, Fleischpeitsche. Die Fleischpeitsche, genau. Turbo. Aber wir brauchen andere Reife, wo wir mehr Haftung haben. Mehr Haftung auf Asphalt. Ich habe 15-25%. Okay, das geht mich hier nichts an. Also noch nicht. Das machen wir ein anderes Mal. Oh. Alter, das ist manchmal die Steuerung, die ist so. Bitte nicht, was ich gerade denke. Oh, Glück gehabt. Ja klar, natürlich. Okay, der ist im Arsch, definitiv. Down. Ich steige jetzt aus. Während Schabracke schon unsere Schabracke hier repariert. Naja, eigentlich mittlerweile sieht das Auto noch immer so scheiße aus wie am Anfang. Hier hinten geiler Kühlergrill, vorne ein geiler Kühlergrill. Ich habe diesen einen noch drauf, den ersten, wo ich bekommen habe. Weil ich glaube, gerade zum Rahmen ist der am besten geeignet, habe ich so das Gefühl. Ach, die sind da oben, die Typen. Ach, guck mal, ich bin direkt in so einem Schrottlager gelandet. Ach du Scheiße. Fuck. Merk ich so eine brutale Sauge. Schrott gibt es hier überhaupt? Zweimal Schrott, okay. Hier ist nichts, da müssen wir noch ein Stück höher. Oh, da war knapp eben. Ja, ich war da runter gesprungen eben. Ah. Oh fuck, was ist mit dem los? Lol.
Was war denn das eben? Wollte der klammern? Wollte der vielleicht Löffelchen mit mir machen? Keine Ahnung, wir werden es niemals erfahren, hoffentlich. Wie das noch so ein Verrückter da drin haust. Peng, bäh. Kann ich was essen? Ja, ein Dinky D. Hundefutter. Nahrhaft mit Erbsen und Bohnen. Obwohl Erbsen und Bohnen für den Hunden gut sind. Also zumindest mal die Bohnen. Erbsen ja, aber Bohnen nicht. Dann sagen wir über Erbsen und Karotten. Erbsen und Möhren. Mit Erbsen und Möhren. Okay, wo geht's hier weiter? Geht's hier auch weiter irgendwie? Also hier möchte ich nicht schlafen wollen. Wenn es nicht so weit runter. Ach du Scheiße. Leg mich am Arsch. Das sind doch geile Hängematten, gell? Das wäre doch mal eine Idee, selbst so eine Hängematte aus so einem LKW-Reifen oder was zumindest mal aus irgend so einem riesen Backerreifen zu machen, vielleicht. Okay, komm. Hier fehlt noch was auf jeden Fall. Nein, wir haben den Abschluss, stimmt, jo. Wir hatten's. Wir haben unseren Shot geholt. Und das bedeutet, wir können wieder abhauen. Macht er nicht. Umso besser. Hätten uns eh der Weg getan wie die Sau. Warte mal, komm ich hier runter? Schöne Abkürzung. Ah, warte mal, vielleicht gibt es hier was Optionales, so wie Munition in so einem Rotz. Nein. Nur Rotz, aber keine Munition. Ach, hier guck mal. 5 Teile Schrott, Minimum 5 Teile. 10 Teile Schrott plus 2 mal Bonus. Oh Mann, bin ich gut. Aber jetzt einsteigen, Leute. Leute müssen einsteigen. Alter, kommt im Sand wirklich gut vorwärts. Das wird nicht leicht werden. Das kannst du aber laut sein, Alter. Als Maulart nach, Junge. Oh shit, es brennt. Nein! Oh fuck, ich muss hier weg. Chewbacca repariert unsere Karre. Er schreit. Oh fuck, Sniper. Ah, er repariert aber ganz langsam. Das dauert richtig lang. Ja, wir müssen jetzt auch endlich mal ein bisschen upgrade-mäßig machen. Bei Chewbacca. Dass der mal, schnell das Auto reparieren kann. Okay. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Oh, es sind zwei, wie es aussieht, gell? Oh, normalerweise krieg ich doch den auch kaputt. Na egal. Ich muss hier das Teil wegmachen. So. Oben die Insignia haue ich gleich weg. Sehr gut. Munition habe ich keine mehr, macht aber nichts. Und wir schicken dann nämlich mal ab, was wir noch. Hier wäre ein Sniper gewesen. Scheinbar okay. So, keine Sniper-Munition mehr, macht aber nichts. Let me do my stuff. That place is tight. Very hard. Sieht wie eine Festung aus. Very hard, sehr schwer. Okay. Ich dachte, man muss halt hier ein Autorennen fahren und nicht hier einfach die Festung klein machen. Keine Ahnung, was ein Scheiß hier abgeht. So, messen wir einen anderen Turm hier runter. Oder machen einen anderen Turm weg, schnell.
Okay, ein Problem schon weniger. Ach, da oben ist ein Sniper. Lass uns um das Ding herumfahren, da ist noch ein Sniper. Wenn der mich besser nichts weiß. Nein. Nicht wirklich, ist hier noch was großartig, ein Sniper auf der Rückseite. Oh, ist auch Verteidigungslinie ausgeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Würde ich sagen, reicht mir endlich dieses verdammte Tor ein. Kann ich durchrammen? Ups, eingeschränkt Rahmen. Okay. Benötigt Stufe 6. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid, was zu machen ist. Wir haben schon wieder kein Benzinkanister mehr. Was ist denn hier eigentlich? Was geht denn hier ab, Alter? Abartig. Geht halt kaputt. Ja, es geht kaputt, okay. Aber wir haben nicht mehr viel von diesen Dorn irgendwie. Irgend Dreckdinger, oder wie die heißen. Nur noch einen Schuss haben wir. Benzin kann ich da jetzt bestimmt. Wäre es da schneller gegangen? Wir hätten uns noch ein bisschen Munition gespart. Komm. Jetzt kommen wir einfach mal dagegen. Scheiße, Mann, das gibt's doch nicht. Nein, trinken nichts für einen Rotz. Wir brauchen trinken Benzinkanister. Kann das sein, dass hier in der Seite kann man hier was machen? Nein. Okay, dann brauchen wir unbedingt einen Benzinkanister. Ja, hier gibt es eine Info. Vielleicht gibt es hier was. Oder zumindest gleich noch Munition. Kommen hier hoch? Der Seite nicht wirklich, gell? Ja, das zweifle ich, dass man hier hochkommt. Obwohl ich mit der anderen Seite hier hochfahren. Oh, sieht schlecht aus hier. Historisches Relikt und einmal Schrott. Ich sagte dann schon ziemlich alles, oder? Hopp, nimm den Schrott, Junge. Okay, Schrott ist eben optional. Hier ist unser dieses historische Relikt. Lol. Sieht aus wie Biber auf Wacken, gell? Diesen Samstag ist die Polizei hart gegen das südliche Flüchtlingslager vorgegangen. Diese Kerle hatten noch Glück, dass sie davongekommen sind. Die meisten haben sich sterbend im Schlamm zurückgelassen. Dabei hätten die verdammten Idioten sich bloß rechtzeitig am Riemen reißen müssen. Triff mich im Bunker, Baby Leona. Triff mich im Bunker, Baby Leona. Okay. Und dann wurde ihr Bunker überfallen. Richtig, glaube ich zumindestens. Also munitionsmäßig sieht hier natürlich richtig schlecht aus, wahrscheinlich. Selbst wenn ich jetzt zurückreisen würde, und ja, wo wir hätten nochmal Munition holen in der Festung bei uns, gibt es da immer noch das Problem, dass wenn ich zurückkomme, dass die Ding, dass die, sagen wir so, diese Festung wieder, das Tor da repariert ist.
Und wahrscheinlich wird's nicht, oh shit. Und wahrscheinlich nicht nur das, sondern auch den, sag mal so. LOL, ich bin festgefahren. Hahaha, wieder rausgekommen. Nice. Und nicht nur das, wahrscheinlich könnte es passieren, dass dann die Sniper alle wieder da sind. Was das bringt, wenn ich dagegen fahren würde? Naja, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir haben einen fetten Anlauf. Na, sofern das geht, einen fetten Anlauf. Wenn man nur einen kurzen Anlauf, dass man irgendwie die Kurve bekommt da vorne. Ich kann es nicht sagen, ob sich was geändert hat am Tor. Oh shit! Nee. Na, sieht ganz schlecht aus. Das ist ein Scheiß. Boah, guck mal, ja, da hat schon Chrom drauf auf dem Fahrzeug. Oh, shit. Okay, wir müssen irgendwo hin, wo wir uns was holen können an Material. Was? Töte den Top Dog. Ja, würde ich ja gerne. Ich komme durch das scheiß Eingangstor, Leute. Lol. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben noch nicht die Dinge erkundet, die Gegend erkundet. Und darum wissen wir nicht, wo das ganze Zeug hier gefunkert ist. So ein Scheiß. So, hauen wir ab erstmal hier. Ach du Scheiße, wenn es überhaupt möglich ist, abzuhauen. Auf diesem Scheißbelag, diesem Scheißsalat. Hier geht's wieder. Hier ist eine Art Straße. Das kennen wir ja schon. Auf der anderen Seite von der Map. Das schieben wir wieder mit. Welch ein Wunder, ja, dass wir die Leitplanke durchbrechen können. Hier ist nichts drin, gell? Nein, das. Moment mal, warte mal, wenn da ein X dran ist, hat es nicht immer zu bedeuten. Genau, guck mal. Ich hab's nicht gewusst. Da ist was drin, Leute, da ist was drin. Ich glaub, Schrott. Scheiße. Ja, reparier du mal schön die Karre. Munition, Munition, Leute. Was haben wir hier was zum Essen? Dinky D. Sehr schön. Ja, nice. Monsterstecherladung. Ja, vielleicht reicht die. Ich weiß es aber leider nicht. Ich brauche einen Benzinkanister, auf jeden Fall. Ich würde gerade sagen, wir kriegen doch gerade Ärger. Da kriegen wir gerade das Lied. Schade, dass ich von dem nicht einen Benzintank klauen kann, vom Fahrzeug. Höchstens, wenn man Glück hat und macht die Karre platt von dem. Dass da dann eventuell ein Benzinkanister dabei raussprengt. Oh, komm, brech auf, brech auf, brech auf. Was haben wir drin? Schrott natürlich, wie viel? 17 plus 4 macht 21. Läuft. Was ist? Aha, Futter essen. Ich habe schon gegessen. Danke. Oh, hätte ich dir etwas übrig lassen sollen. Ah, sorry. Musste ich eigentlich schon diese Eidechsen und Ratten, wo auf dem Weg rumrennen, ja, also hier rumrennen, so auf dem Boden. Ach, klar, auf dem Boden. Ich fliege ja nicht. Ihr könnt die tot treten und könnt die dann essen. Kein Witz. Ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Wenn ihr in der Nähe seid mit so einem Vieh, einfach gerade Viereck drücken. Okay. Das ist richtig geil, ist das. Naja, geil eigentlich in dem Sinne. Das ist schon irgendwie ekelhaft. Aber der Vorteil ist halt, wenn man halt dringend Nahrung braucht, um halt Energie zu tanken. Also Lebensenergie, dann ist das auf jeden Fall sehr von Vorteil. Fleisch ist er im Arsch. Jetzt noch eine kleine Unkurztube und voll daneben. LOL. Tube kommt und rüber sind uns Vollgas. Sauber. Haben wir hier Ding? Benzin? Nein, natürlich nicht. Scheiße, da hat er keinen Benzintank verloren. Hätte mich auch noch zusätzlich dieses verdammte Tor probieren können aufzusprengen.
Aber immerhin egal. Ich finde es auch geil, Leute. Wir haben jetzt gerade diesen Container entdeckt. Und haben da noch ein bisschen was geholt. Jetzt kommen wir noch zu der Festung. Und probieren dieses scheiß Tor aufzubrechen. Also sprich aufzuballern. Um das Tor aufzureißen, bräuchten wir mit der Harpune Stufe 6. Alter, ist das krass. Ist das krass. Was mache ich denn eigentlich hier gerade schon wieder? Alter, ich schrotte schon wieder meine Karre. Das ist hier mal sowas von uncool, ist das. Wieso gibt es eigentlich hier keine Handbremse? Das gibt's doch nicht, alle. Wie fehlt denn da noch? Das Tor ist schon wieder repariert. Ach, fick die Henne. Fick die Henne. Scheiße. Okay, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Action. Ich meine ein bisschen Zusatz. Wie Werkstatt. Werkstatt hier. Neue Harpune. Stufe 4. 900. Warte mal, die tun wir jetzt mal vormerken. Hier, verringert die Nachladezeit. Okay, ist gekauft. Okay, und das nächste ist schon frei. Was ist das nächste? Erhöht den Schaden des Donnerstechers um 25%. Ist gekauft. Okay. Wieder was Neues? Nö, noch nicht. Schade. Schade. Okay. Also mehr Explosionskraft. Was? Ich habe eine neue Kühlerfigur. Die ist neu. Wie sieht die aus? Und hier machen wir es vorne drauf. Die sieht bestimmt schnick aus. Vorschau. Front. Jupp. Lol. Alter. Ja, die passt. Kann das sein, dass das die von hinten war? Wieso schreibt denn der Arsch dann hier, null? Du Lappen. Ja, die kommt hier drauf, die passt viel besser. Und die andere mit diesem komischen... Das ist die hier, aber mal gucken, mal checken wir die hier ab. Heck, hinten. Ja, oh, das sieht mal voll auf Mad Max aus. Das sieht richtig geil nach Mad Max aus. Aber, wie wär's mit der hinten drauf? Und Heck hinten. Boah, übel, oder? Voll die Hörner, ich schwöre. Wie krall ist das hier? Die sieht auch nicht schlecht aus. Heck. Die hier hinten drauf, die sieht auch geil aus. Das sieht auch geil aus, Leute. Sieht aus wie so ein Eierschutz oder was, so im SM-Studio, ein bisschen, gell? Irgendwie total. Nice. Nein, die wollen wir nicht hier drauf. Die sieht nicht so toll aus, finde ich. Gibt's bessere. Die hier hinten drauf, sick. Yes, Alter. Das ist mal übel. Und dieses fette Ding, obwohl die Chrom hinten auf dem Arsch auch nicht schlecht aussieht. Heck. Ja, das hier sieht so nach Chrom aus, ganz brutal, gell? Ja, komm, lass mal es mal so, ist jetzt gut. Ich habe jetzt genug Hörner. Alter, sieht das übel aus vorne drauf. Ist das übel. Die sieht wirklich geil aus, die sieht wirklich richtig nice aus. So Leute, wir haben schon wieder 24 Minuten rum, unser Video ist einfach zu lang. Und ja, ich würde sagen, wir beenden besser hier. In der nächsten Episode zeige ich euch, wie ich dieses verdammte Tor aufmache. Und nehme auf jeden Fall noch zusätzlich dieses verdammte Benzinkanister mit. Also, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem unterhalten, auch nur dieses scheiß Tor nicht aufbekommen haben. Aber in der nächsten Episode mache ich es auf. Ich schwöre es euch, gell. Und das ist das Letzte, was ich tue. Wenn ich das Tor nicht aufbekomme, Leute, wisst ihr, was wir dann machen? Dann verschenke ich das Spiel. Plus meine PlayStation 4. Plus mein BenQ-Monitor. Plus mein Gaming-Headset Astro 800 für 14.000 Euro, wo ich erst vor kurzem ersteigert habe. Bei Sotheby's in England. Plus meinen neuen Bugatti Veyron für 9 Millionen Euro, den bekommt ihr auch noch drauf. Plus meine Sammlung Playboy-Hefte von 2016 bis 2035. Plus...
Ja, oh ja, ich setz noch einen drauf. Ich setz noch einen drauf. Ihr bekommt noch meinen Tamagotchi von 1988. Okay? Der lebt immer noch. Der haben wir zwar im Kühlschrank, aber der lebt immer noch. Okay? Ihr wisst Bescheid, was es gibt bei der nächsten Episode, wenn ich dieses verfluchte Tor nicht aufbekomme. Also Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, gell? Bis dann, euer Novi. Tschüss. Nur die Frage, wo kriege ich das ganze Geld her für den ganzen Scheißdreck? Hammerhart.